Und wir gehen an dieser Stelle noch einmal live zu meinem Kollegen Manon Amayal nach Düsseldorf. Ja, vielen Dank, Eva Lindenau. Und bei uns ist der Spitzenkandidat der AfD, Markus Wagner, knapp drin. So sehen die letzten Zahlen aus für die AfD, aber durchaus weniger als beim letzten Mal. Kurze Frage, lag es daran, weil Sie die Wahlkampfthemen vielleicht dann doch nicht so in den oder so greifig machen konnten, dass die Wähler eben jetzt Ihrer Partei eher das Misstrauen ausgestellt haben? Nein, das glaube ich nicht. Zunächst mal denke ich, dass diese Zuspitzung auf den Zweikampf Kutschaty-Wüst den kleineren Parteien natürlich eher geschadet hat. Die FDP ist mehr als halbiert worden. Die Linke spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben auch federn lassen müssen, aber wir haben uns letzten Endes auch konsolidiert. Und was besonders bemerkenswert ist, bei unserem zweiten Wahlantrag sind wir zum zweiten Mal in den Landtag eingezogen. Das hat es in der Geschichte Nordrhein-Westfalens noch nicht gegeben. Und ich glaube, das ist schon mal ein Grund zur Freude. Ja gut, man muss natürlich jetzt auch immer schauen, dass man das Wahlergebnis dann, das ist ja klar, auch positiv für sich auslegt, wenn man es denn dann kann. Aber schauen wir mal auf ein ganz großes Thema hier im Wahlkampf, wo Ihre Partei einen durchaus ganz anderen Schwerpunkt gesetzt hat im Wahlkampf, ist zum Beispiel das Thema Klimapolitik. Da haben Sie sich auch ganz anders geäußert. Sie und Ihre Partei sagen auch im Wahlprogramm, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Sie jetzt vielleicht sagen, okay, wir müssen auch noch mal intern in die Analyse gehen, ob da unsere Ziele so richtig stimmen? In allererster Linie haben wir in dem Zusammenhang die laut internationaler Presse dümmste Energiepolitik der Welt kritisiert, nämlich gleichzeitig aus der Kernkraft und aus der Kohle auszusteigen und um sich damit von russischem Gas abhängig zu machen. Wir haben in unserem Wahlprogramm wie auch im Wahlkampf einen breiten Energiemix, auch unter Einschluss der Erneuerbaren, da wo es sinnvoll ist, gefordert, damit wir uns unabhängiger machen von Energielieferungen aus dem Ausland und gleichzeitig damit auch eine Politik machen, die dem Bürger entgegenkommt und die Preise nicht nach oben treibt. Wir haben gerade angesprochen, ein wichtiges Thema, nämlich die Energiepreise. Inflation wäre ein anderes Stichwort. Große Themen, die Bürger natürlich hier auch interessieren. Sie haben aber auch gerade eben angesprochen, die Russlandpolitik und vor allen Dingen den Ukraine-Krieg in diesem Zusammenhang. Da irrlicht, das will ich jetzt mal etwas scharf formulieren, ja auch Ihre Fraktion in Berlin, auch ein Stück weit immer. Und letztendlich haben Sie da auch eine sehr, sag ich mal, unklare Position, beziehungsweise eine, die beispielsweise dann doch auch sehr direkte Kontakte pflegt. Aber nach Russland. Liegt das auch daran, dass Sie jetzt hier diese Watsche, dieses Ergebnis vom Wähler quittiert bekommen? Wir haben hier in NRW, und das unterscheidet sich, glaube ich, nicht von der Position der Bundespartei, immer wieder gesagt, die Lieferung schwerer Waffen bei gleichzeitiger Verschärfung der Kriegsrhetorik führt möglicherweise zu einer Situation, in der Deutschland Kriegspartei werden kann. Das kann nicht in unserem Interesse liegen. Es kann nicht sein, dass gesagt wird, dieser Krieg müsse auf dem Felde entschieden werden. Wir stehen auf dem Standpunkt, dieser Krieg muss mit Verhandlungen beendet werden, und zwar so schnell wie möglich. Und es kann auch nicht sein, dass man sagt, man muss Russland diplomatisch isolieren. Wir müssen Gesprächskanäle offen halten, um diesen Krieg zu beenden. Und diese Kriegsrhetorik macht mir große Sorgen. Nachdem Ihre Partei als Anti-Euro-Partei letztendlich ja ein Stück weit ihre Profilierung erfahren hat, ist das andere Thema das Thema der Migration, was Ihre Partei über Jahre bearbeitet hat. Jetzt ganz konkret in dieser Frage. Jeden Tag erreichen nach wie vor Menschen aus der Ukraine Deutschland. Die Geflüchteten von dort finden hier in vielen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen, eine Heimat, zumindest zeitweise. Ihre Partei sagt auch im Parteiprogramm, sie ist gegen Massenmigration, und sie sagt eben ganz dezidiert auch, macht eine Unterscheidung zwischen Geflüchteten islamischer Länder beispielsweise als diejenige zum Beispiel aus der Ukraine. Ist das haltbar? Ist das zeitgemäß? Und ist Nein, wir das machen eine klare korrekt? Unterscheidung zwischen echten Kriegsflüchtlingen, nämlich Frauen, Kindern und Alten, die aus der Ukraine kommen, und Menschen, die aus sicheren Drittstaaten nach Deutschland einreisen und dementsprechend keinen Fluchtgrund haben. Und wir machen eine Unterscheidung, und das unterscheidet uns vor allen anderen, dass wir sagen, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt, wir müssen registrieren und wir müssen entscheiden, wen wir in unser Land lassen. Das tun wir nicht. Das ist eine Gefahr für die innere Sicherheit, und das schwächt auch unsere Sozialsysteme ganz enorm. Sagt Markus Wagner. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese Wahlanalyse. Und